So, und ja, wir machen jetzt weiter. Und ich habe etwas später die Uhr gedrückt, weil der Knopf, also meine Maus, das gespannt hat. Ja, wir müssen immer noch diese komischen Kästen hier ansammeln und diese Riesenwächter killen. Also nicht riesig, aber schon groß. Und dennoch eine, wieder mal eine Art Mini-Boss killen. Der sieht genauso aus wie der davor. Nur halt eine andere Waffe. Und ein anderes Level. Hä? Sag mal, Vergessen. muss ich das kapieren? Was dann? Bei League of Legends werden noch die Punkte eingestellt, ne? Man kriegt keine mehr. Ja, die Erfahrung. Man bekommt zwar diese Punkte, aber die werden eigentlich nicht gut geschrieben. Aha. Oh, ein Dreck. Ja. Auf jeden Fall muss ich hier immer noch diese Mistviecher killen. Und das kann noch etwas dauern. Also, ich werde alles aufnehmen, wie gesagt. Ich werde nichts ohne euch machen. Weil was ich durchmachen muss, müsst ihr auch durchmachen, weil ihr wollt es ja gucken. Und da findest du das falsch. Ich? Ja. Nein. Warum sollte? Und wann es wird langweilig, könnte ich ja vorspringen. Hör, ich geh jetzt in ein Spiel rein. Mach das. Weil Marcel hat schon zwei Spiele gespielt. Ich glaube schon, dass er noch eine dritte spielen wird. Und er schreibt mich zurück. Also, wer Marcel ist, das braucht euch nicht zu interessieren. Wir kennen ihn persönlich, ihr braucht ihn nicht kennen. Übrigens selber der aus dem letzten Part. Vorletzten. ja. Ja. Ach ja. Oh. Ich. Okay, wir geben dazu. Marcel ist klar, die da. Wir wollten nur nicht seine Gefühle verletzen. Ihn verraten, wer wirklich ist. Ihn anonym halten. Aber wir tun es nicht mehr. Oh Ja. Gott, hier sind so viele Banditen, die nerven. Ach ja, wegen der Grafik nochmal. Das liegt wirklich an YouTube. Das ist eigentlich eine perfekte Grafik, bloß YouTube zerstört die Grafik. Ende der Geschichte. Also, ja, YouTube verzerrt das Bild etwas, wie ihr schon gemerkt habt. Daran kann ich leider nichts ändern, es sei denn, ich werde das Ganze auch nicht Ja. ändern. Ja, ich denke immer noch gerade nach, wie das. Ah, ich werde ihn schon erkennen. Boah. Auf jeden Fall, da vorne ist der, den wir gehen müssen. Boah, ich wollte schon immer so viele Helden spielen. Ja, jetzt weiß ich nicht, wen ich nehmen soll. Das ist fies, oder? Ja. Voll unfair. Mann, wen soll ich nehmen? Auf jeden Fall. Hier mit Soraka. Wie ihr sehen könnt, kommt er diesmal nicht alleine. Er hat sozusagen einen kleinen Hilfen. Dum, dum, Der nervt. Und er ist schon tot. Bloß wie ihr sehen könnt, ziehen sie mir auch schon relativ mehr Leben ab als die Viecher davor. Ich nehme mal Udire. Ja, und wir laufen hier herum. Ende der Geschichte. Jetzt dürfen wir ganz zurückrennen. Das könnte ich eigentlich rausschneiden. Wäre ich so nett, aber ich tue es nicht. Hier, so, wir laufen hier rum. Ende der Geschichte. Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Das war Let's Play World of Warcraft. Nein, so unfair bin ich doch nicht. Oder bin ich so unfair? Und wie ihr sehen könnt, ist unser Wichtel wieder weg. Weil wir so weit weg waren. Dun, 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 dun. Oh, boah, in der letzten Sekunde hat noch einer gelieft. Venus. Oh mein Gott, wie lange wollen die mich verfolgen? So,
Hier sind wir wieder sicher. Können die erste Quest abgeben und annehmen. Und nehmen die nächste an. Ja, und das war sogar schon hier. Und wie ihr sehen könnt, unsere neue Robe. Kann man einen Unterschied zwischen Arten nochmal zeigen. Alte, neue. Nimmst du jetzt wieder mit Fraps auf oder mit Fantasia immer noch? Fraps. Frapse. Frapse. Mir ist langweilig. Ich glaube, ich fange wieder mit dem LP an. Ja. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Oh. Okay, jetzt müssen wir hier hin und hier hin. Bloß, bevor wir dorthin gehen, gehen wir nochmal ganz zurück zum Anfangsgebiet. Wieso? Weil dein Lehrer ist. Oder. Nee, wir gehen jetzt mal nach Stormwitzack, schon Silbermond. Ja, dann könnt ihr mal die Hauptstadt von den Blutelfen sehen, wer sie noch nicht kennt. Ist eigentlich die schönste Hauptstadt im ganzen Spiel. Ist meine Meinung. Nudel. Auch geil. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist es hier schwarz. Also, da beginnt die Todesschneise. Bescheuerter Name, aber es wird den Namen ganz gerecht, weil hier diese Schneise lang geht. Ich sag es mal per Karte. Von hier bis nach. Ja, hier bis hier. Hier endet die. Und da lang hat Arthas seinen Krieg gegen uns Blutelfen geführt. Da ist ein Flug Bestienmeister oder wie die auch heißen. Und da kam jemand an. Boah, wer jetzt lief. Geht doch. Yay, eine Level 14er Paladin. Die kommt bestimmt. Okay, sie kann auch vom Geisterland kommen. Und ich muss zugeben, ich mag das Geisterland nicht so. So viele Spinnen. Oh nein, ist schon wieder eine Twitch. Ich hasse Twitch. Ich will heulen. So, das ist Keteras. Oder Keitalas, wie auch immer man ihn aussprechen will. Der und die Blut, der Prinz der Blutelfen und der die Blutelfen wieder in meiner Quelle gegeben hat. Und er hat sich mit so einem komischen, dunklen Obermackerviech zusammengeschlossen. Auf Deutsch Penis? Nein. Oh, schade. Wie heißt er nochmal, Shadow? Der Merkwürdige da. Der vom Frozen am Anfang, den man bekämpfen muss. Der mit die Flügel. Dieser Dämon, oder ist ein Dämon, ich weiß es nicht. Ja, dieser mit den Flügeln und den Klingen so an den Händen. Okay, ich weiß, wen du meinst. Aber ich weiß leider nicht, wie er gerade heißt. Egal, den Namen werde ich herausfinden. Okay, hier sind Lehrer, aber nur für Schurken. Die brauche ich nicht, ich bin kein Schurke. Aber hier irgendwo ist ein Lehrer für meine Klasse. Zu denen gehen wir noch hin, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. So, dann wird er hier irgendwo sein, hoffentlich. Weil wir haben nicht mal so lange Zeit. Ja, ich hoffe, ich finde ihn jetzt in den nächsten Sekunden. Ja, schnell. Ja, Ladi, da ist wieder da. Also. Oh, boah, Jax. Oh. Nein. Hat er nicht geantwortet? Ich hatte gerade eben zu viel Spaß. Ach so. Nein. Okay, finde ich nicht. Ich werde aufs Team zu ihm hingehen. Tut mir leid, dass ich hatte gar keinen Spaß, die Runde. Auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.